Und du bist wiedergekommen aus Japan und hast gesagt, weißt du was, die brennen da nicht nur 3 Tage, die brennen da eine Woche. Und das will ich auch. Und was hast du dann gesagt? Das ist wahnsinnig. Wahnsinnig bin ich. Also das ganze Verfahren fällt eigentlich ein bisschen aus der Zeit. Ja. Ja. Also man denkt da nicht irgendwie, also Effizienzdenken ist da jetzt nicht angesagt. Höchstens was Qualität betrifft, aber also Quantität, darum geht es also überhaupt nicht. Ja. Also es hat alles irgendwie was mit Langsamkeit zu tun, was man jetzt auch ein bisschen erklären muss, weil also Langsamkeit hat jetzt nicht mit Faulheit zu tun oder so, ja, sondern was mit Qualität. Das ist völlig verrückt, also neulich mal gesehen, dass da eine Flamme richtig stand. Ja? Die stand eine Minute, ohne sich irgendwie überhaupt zu bewegen. Also völlig faszinierend. Ja. Ja, aber das ist auch so der schönste Moment, ja, wenn jemand sagt, oh, ja, meine, gebe ich nicht mehr her. Man lernt immer weiter beim Machen und man kann auch jetzt nach 14 Jahren nicht sagen, naja, jetzt haben wir alles falsch gemacht, jetzt wissen wir, wie es geht. Das ist Quatsch. Also man darf sich da nie zu sicher sein. Ja, und immer, wirklich immer ganz achtsam, sagt man ja auch dann in Japan, in jedem Moment zu bleiben. Es ist ein japanisches Ofenmodell des Holzfeuerbrandes, und zwar des sehr konsequenten Holzfeuerbrandes. Die Ursprünge liegen eigentlich in Korea. Der Anagama kam aus Korea im 9. Jahrhundert, also die Vorläufer des Anagama, also so Anagama-artige Öfen. Und das wurde aber dann in Japan perfektioniert. Es war also auch bei uns so traditionell, dass früher Keramik im Holzfeuer gebrannt wurde, aber nur weil Holz der Brennstoff war, also vom Kohlezeitalter. Ja, und dann kam Öl, noch elektrisches Brennen. Und man sollte aber im Unterschied zu dieser japanischen Anagama-Technik nie diese Holzascheanflüge sehen, die eben besonders reizvoll sind und die beim Anagama sozusagen auf die Spitze getrieben werden. Wir haben beide gesagt, warum ist die japanische Keramik so spannend und warum die deutsche oft so liebenswürdig belanglos, obwohl es ja perfekt ist vielleicht, aber irgendwie, ja, das war es dann auch. Und das war die Spur. Und das hat ja damals schon angefangen, vor 40 Jahren. Warum ist das, diese japanische Ästhetik, so spannend? Was ist da anders? Und das ist sehr anders. Und da muss man da aber auch mal hinfahren und die Gärten sehen und die Menschen erleben, sonst ist das eigentlich nicht vermittelbar so aus Büchern. Und deshalb habe ich das auch erstmal überhaupt nicht verstanden, als du gekommen bist und gesagt hast, ich will jetzt einen Anagama bauen, weil ich war da noch nicht und nur aus Büchern erschließt sich das nicht.
das erschließt sich überhaupt sehr schwer, ne? Naja, für mich war es, als ich dort war, ganz leicht. Und da war mir auch klar, du musst dann nochmal hin zu dem Meister, unbedingt, ja. Und das hat ja dann auch geklappt, weil es klappen musste. Das, wenn es das Schicksal so wollen. Weil, naja, gut, wenn man was unbedingt will, dann klappt das auch. Genau. Wenn man dann ganz viel Energie reingibt. Und so war es ja dann auch. Und es wäre ja auch nicht ohne gegangen. Man brauchte ja doch erstmal dort die Erfahrung eben, wie machen die das? Weil die haben es erfunden. In Deutschland gibt es das nicht. Wir haben jetzt natürlich beide schon in der Lehrzeit, wo wir uns auch kennengelernt haben, immer für Holzfeuer interessiert. Ja, ich habe dann schon in der Lehrzeit einen kleinen Brennofen gebaut, der mit Holz zu feuern ist. Ja, war der Anfang. Da kam ein Telegramm. Ich habe da so einen kleinen Ofen gebaut. Also möchtest du am, wollte ich sie locken, möchtest ja. du am Wochenende vielleicht kommen? Na klar, wollte ich. Und das ist jetzt 40 Jahre her. Also das war der erste Ofen. Da ging das immer weiter. Die Öfen wurden immer größer. Die Erfahrung auch. Ja, also und dann warst du in Japan, so war's. Ja, ja. Du hast also, dort ja, gut. die ersten. Aber es war ein langer Weg. Ja. Also ja. da waren mehrere Brennöfen dann dazwischen. Ja, ja. Also man kann mit einem Anagama nicht anfangen. Ja. Das geht, das ist völlig unmöglich. Und du bist wiedergekommen aus Japan und hast gesagt, weißt du was? Die brennen da nicht nur 3 Tage, die brennen da 1 Woche. Und das will ich auch machen. Was hast du dann gesagt? Das ist wahnsinnig. Wahnsinnig bin ich. Ja. Also, stimmt auch. Also. Es ist was für Verrückte, ja. So. Das stimmt auch. Und ich konnte mir das nicht vorstellen, weil ich war ja auch nicht mit. Ich habe mir in Japan also sehr viele Öfen angeguckt, bin da drin rumgekrochen. Ich muss sagen, das ist die erste Japan-Reise, die ich gemacht habe. Also wir waren einmal zusammen in Japan, das war auch die letzte Reise. Die erste Reise habe ich alleine gemacht. Dann war Carola alleine in Japan, hat mir dann noch so eine Art Praktikum bei so einem bekannten Meister dann sozusagen organisiert, was also auch jetzt nur mit persönlichem Kontakt, wenn überhaupt geht, ja. Sie hat es aber geschafft und bin ich dann nochmal hin und dann haben wir nochmal zusammen eine Reise gemacht. Also so unbedingt gerne in die Karten gucken lassen sich die japanischen Kollegen auch nicht. Wenn da so Langnasen kommen und sagen, oh ja, wir wollen das auch machen, da ist die Freude nicht so ganz, ganz groß erstmal. Aber Reimer war dann zur Kirschblüte da und da wird ja bekanntermaßen ganz schön gebechert in Japan. Und du hast dich wohl recht zurückgehalten. Also ich habe mich absolut zurückgehalten. Und die anderen waren dann aber wirklich hin. Und das war der Moment für Reimer, da einfach mal zu fragen. Also man muss sagen, wenn die Japaner merken, also die japanischen Töpferkollegen, rede ich jetzt, wenn die merken, dass man es wirklich ernst meint und dass man da nicht so oberflächlich rangeht und dass man wirklich diese auch bereit ist zu leiden dann für so ein Projekt, dann öffnen die sich und dann erzählen sie einem auch was. Ja. Was sie vielleicht ihrem Nachbarn, der auch eine Töpferei hat, 100 Meter weiter, das würden die dem niemals verraten, ja, weil das Geheimnisse von irgendwelchen Urgroßvätern sind, wie die zu bestimmten Farbtönen oder Strukturen kommen. Es ist teilweise wirklich sehr, sehr schwierig und kleine Veränderungen haben da oft große Wirkungen. Ja. Und aber 12.000 Kilometer weit weg sind wir insofern für die keine Konkurrenz. Ja. Ich habe da eigentlich alles das erfahren, was ich erfahren wollte. Ja, und den Rest, das war dann deine Kreativität, dass du eben einfach so ein Gewölbe, so ein Gerüst, das sah aus wie ein umgekehrtes Schiff. So eine Holzkonstruktion, das sah ganz schön aus. Und darüber das Gewölbe und das wurde dann rausgebrannt, das Schiff.
So. Und alles andere, wie hoch ist der Schornstein und wie ist der Querschnitt und so, das waren eigentlich so Sachen, das musstest du entscheiden. Ja, ja, also und das ist sehr wichtig. Mir ist dabei, bei meinen, also vor allem bei einer Japan-Reise, also da war ich da bei einem Meister und hatte dann die Gelegenheit, einmal mit dem Fahrrad in der Gegend rumzufahren, habe mir dann noch andere Töpfereien angeguckt. Und habe das so ein bisschen miteinander verglichen. Ja, es gibt also so traditionelle Töpfer, Holzfeuer-Töpferzentren, auch andere. Keramik wird natürlich in Japan gemacht, aber uns ging es ja um das Holzfeuer. Wo so relativ viele Töpfereien in einer Gegend sind, ja, so traditionelle japanische Holzfeuer-Keramik. Und da fiel mir dann beim Vergleichen irgendwie auf, dass die kürzesten Schornsteine hatten, immer die schönsten Farben hatten. Da wusste ich, da gibt es also einen Zusammenhang. Ja. Und deswegen haben wir einen relativ kurzen Schornstein. Ich meine, der ist so lang, wie er sein muss. Ja, aber manche meinen es dann eben gut und denken, hoher Schornstein, der zieht das besser. Also das saugt einfach zu viel Sauerstoff ein und auch zu viel Hitze raus. Ja, also man hat dann in der Regel auch einen höheren Brennstoffverbrauch. Naja, es lagert sich ja dann auch kaum Asche an. Wenn das so durchschießt, dann fliegt oben die Asche raus aus dem Schornstein und da haben wir überhaupt nichts gekonnt. Das soll sich eigentlich so eine Feuerwalzen bilden, die so langsam durch den Ofen wabern. Man kann das auch sehen, das sieht ganz toll aus. Man brennt im Anagama sogenanntes Higawari, das heißt also Feuerwechsel, ja, indem man den Ofen dann teilweise hinten abriegelt, sodass die Strömungsgeschwindigkeit der Flamme ganz langsam wird. Und das ist völlig verrückt. Also neulich haben wir gesehen, dass da eine Flamme richtig stand. Ja? Die stand eine Minute, ohne sich irgendwie überhaupt zu bewegen. Das ist völlig faszinierend. Ja. Und dabei lagert sich diese Asche schichtweise an. Manchmal sieht man das auch, dass das verschiedene Schichten sind, die auch unterschiedlich schmelzen. Also manches wird richtig Glas. Das kann grün sein, das kann sogar blau sein, wenn es sehr heiß ist. Oder manchmal ist es dann auch sowieso türkis, ganz toll. Oder weiß oder gelb. Also ganz unterschiedlich. Es kann eher krustig sein, verbrannt. Ja, in Japan heißt das Koge. Also auch wenn der Reis anbrennt, dann heißt das Koge, Koge. Das heißt es auch bei der Keramik, dann ist die Asche so verbrannt, die ist dann so dunkelbraun, das ist ganz toll. Also uns gefällt das, wir legen es darauf an, genau, dass das passiert. Ja. Dann ist aber auch schon bald Schluss, dann darf es nicht heißer werden. Das ist hier ein japanischer Anagama. Und das Besondere daran ist, dass die Stücke in der Regel unglasiert reinkommen. Also man kann auch bestimmte japanische Überzüge dann da drüber machen. Aber in der Regel ist da keine Glasur drauf. Das ist also nur der reine Ton. Und was also sehr wichtig ist, dass dieser Ton wieder eine natürliche Struktur hat. Das heißt, da kommen bestimmte natürliche Sande und so weiter mit rein. Weil es gibt in Japan ein Sprichwort und das heißt, es gibt drei wichtige Dinge für den Töpfer. Das ist erstens der Ton, zweitens der Ton und drittens kann man sich ja denken, was da jetzt noch kommt. Also das soll darauf hinweisen, wie wichtig das Material ist. Gerade bei diesem Holzfeuerverfahren reagieren verschiedene Töne auch verschieden auf das Feuer. Also können verschiedene Farben bilden, verschiedene auch haptische Oberflächen. Also Haptik extrem wichtig, ist nicht nur die Optik. Man kann da drüber fassen und verschiedene Sinneseindrücke dann dadurch bekommen. Das kann mal glatt sein, mal ein bisschen seidenmatt, dann wieder ein bisschen rau. Ein bisschen speckig, lederartig und so weiter. Und das kann man also alles aus dem Ton herausholen durch diese Feuertechnik. Ja.
Brand dauert 7 Tage und Nächte auch. Ja. Also man heizt rund um die Uhr ständig. Und bei dieser konsequenten Brenntechnik werden dann die Gefäße mit Holzasche überzogen, die ausschmilzt bei Kontakt. Ja. Also wir brennen bei 1350 Grad. Das ist also blendende Weißglut. Deshalb wir müssen auch Schweißerbrillen aufsetzen während des gesamten Brandes beim Heizen. Also Holzasche ist ein Mineral, man kann da auch Glasuren draus machen. Ja. Und das schmilzt bei diesen hohen Temperaturen. Und da es durchs Feuer aufgetragen wird, also durch die Strömung der Flamme in gewisser Weise, also die Flamme strömt durch und trägt immer diese Holzaschepartikel mit sich. Ne? Und die schmelzen sozusagen, bilden Muster in der Strömung des Feuers. Es bildet sich sozusagen auf den Gefäßen der Feuerstrom. Der Feuerstrom. Könnte man sagen, also es entstehen richtige Bilder. Dadurch, wenn man Glück hat. Also die können sehr, sehr unterschiedlich sein, also sowohl von der Farbigkeit, also je nachdem, wo es im Ofen steht, wie der Brand im Speziellen ist, die unterscheiden sich alle immer ein bisschen, hängt vom Wetter auch teilweise ab, von der Luftfeuchtigkeit und so weiter. Kann aber immer sehr, sehr schön werden. Ja, und diese Oberflächen können sehr, sehr unterschiedlich werden, also je nachdem, wie die Zusammensetzung der Brenngase ist. Also die verändern die Farben im Ton. Ja. Wenn da jetzt ein Übermaß an Sauerstoff ist, dann verändert das die Farben und zwar zum Negativen. Also es muss so viel Sauerstoff im Ofen sein, dass das Holz rauchfrei verbrennt. Ja. Also extrem wichtig. Es qualmt gar nicht bei der hohen Temperatur verbrennen diese Kohlenstoffe. Also, und das, also völlig. Deshalb liegt ja auch das Holz 3 Jahre, damit es dann rauchfrei verbrennt. Und das würde sonst auch unübersichtlich werden, wenn man da frisches Holz nimmt. Also wir lassen das 3 Jahre liegen und da qualmt dann auch nichts. Aber es müssen verschiedene Holzsorten sein. Also wir nehmen Weichholz und Hartholz. Und man kann dadurch den Brand beeinflussen, das wolltest du noch sagen. Genau. Weil Feuer, also so ein großes Feuer lässt sich ja schlecht beeinflussen. Eigentlich auch nur, indem man Luft zugibt oder eben die Luft drosselt. Oder eben, wenn man dicke Eichenklumpen verbrennt, dann dauert es natürlich länger, bildet einen Glutberg und der zieht den Sauerstoff wieder. Also das heißt, dann steigt erstmal die Hitze nicht. Wir müssen mal aufpassen, dass es nicht zu heiß wird in dem Ofen. Ich sage jetzt nochmal dazu, dass wir also nur einen einzigen Brand pro Jahr machen. Also der Ofen ist so groß, sehr groß. Und große Öfen sind natürlich also effizienter vom Brennstoffverbrauch im Verhältnis zu dem, was drin ist, als kleine Öfen. Insofern brauchen wir da trotz des relativ großen Holzverbrauchs von 20 Raummetern pro Brand also auf keinen Fall mehr Brennstoff als Töpfer, die 10 kleine Öfen brennen. Das ist eigentlich erstaunlich wenig. Die ersten 3 Tage, da frisst der Ofen richtig. Also da kann man schon eine ganze Menge dann füttern. Aber eigentlich ab dem 4. Tag, wenn der einmal heiß ist, dann ist es gar nicht so viel. Man muss eben permanent nachlegen. Man muss so etwa alle 2 Minuten eben nachlegen, Tag und Nacht. Und das macht es auch anstrengend, ja, dass man dann eben so mit der Zeit natürlich auch merkt, so, also was mache ich ja eigentlich? Eigentlich bin ich total müde. Und besonders wenn man nachts brennt, weil man hat eben die Nachtschicht, die Hundewache, sagt man. Das ist dann auch so eine Zeit, wo es sicher auch schwerfällt. So. Der Hund liegt oben und schläft. Der Hund schnarcht, ja. Ja, und was also auch wichtig ist für den Holzverbrauch, ist es sehr wichtig, den Ofen richtig zu konstruieren. Das heißt also, man baut den Ofen aus Schwerschamottesteinen, also innen, ja, die also Hitze speichern. Und die müssen dann sehr gut hinterisoliert werden. Da gibt es also so Hightech-Materialien, so Kaolin-Fasermatten und so, die dann diesen
dafür sorgen, dass dieser schwer schamotte Stein dann wirklich extrem heiß bleibt. Ja? Also der speichert die Wärme und gibt sie dann wieder ab. Eine der wichtigsten Sachen, die man bei so einem Brand beachten muss, ist, dass man eben sich wirklich konzentriert, ja. Und nicht nebenbei telefoniert oder sonst was oder schon gar keinen Alkohol trinkt. Das geht überhaupt nicht. Ne. Also streng verboten, es ist verboten. Wir machen den Brand jetzt zu viert. Ne. Und es wird nicht telefoniert beim Wer heizt und es wird auch kein Alkohol getrunken, damit man sich wirklich vollständig darauf konzentrieren kann. Weil man kann diese Gaszusammensetzung, was da so im Ofen los ist, das kann man nicht messen. Das sind Erfahrungswerte und das nimmt man eigentlich nur wahr, wenn man sich wirklich konzentriert. Also dieses ganze Verfahren ist stark vom Zen-Buddhismus auch beeinflusst. Und da heißt es dann, der Ofen und ich, wir sind eins. Ja. Also man versetzt sich total genau rein. So. Und man hört dann auch, wie das verbrennt. Und also eigentlich wie so ein Feuerdrachen, der auch atmet. Also man hört auch, wann will er wieder gefüttert werden. Aber da muss man natürlich dann auch ruhig sein. Wenn wir dann fertig sind, dann wird alles zugeschmiert und dann müssen wir 10-12 Tage warten. Und in der Zeit entstehen aber auch die Farben und auch Kristalle. Also das sieht dann so aus wie kleine Schneeflocken und wir überlegen dann immer, was passiert da jetzt gerade im Ofen. Und das ist dann immer eine spannende Zeit, bis wir die Tür aufmachen können und gucken. Eigentlich jedes Mal, wenn wir den Ofen aufmachen, ist es anders. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Also manchmal ist die Wirklichkeit viel schöner oft als die Erwartung, die man hat. Mhm. Und wenn man dann sich damit abgefunden hat, dass es also der Ofen also nicht auf unsere Erwartungen hört, sondern dass das Feuer das schon richtig gestaltet. Also das Vertrauen muss man dann haben, wenn man den Brand richtig führt. Und das nach diesen traditionellen japanischen Methoden, die wir auch in Japan gelernt haben, dann wird das also sehr viel schöner oft als diese eigenen Erwartungen. Ja. Bestimmte Partien, also wirklich partiell. Also es ist so, dass man diese Stücke nicht direkt auf diese Brennplatten stellen kann, sondern man muss Tonbatzen dazwischen setzen. Das ist ein feuerfester Ton, der nicht dicht brennt. Dieser Feuerfestton, dieser Batzenton, im Gegensatz zu dem Ton der Keramik, der ist dann härter als Stahl, also frostfest, wasserdicht und so weiter. Und dieser Batzenton ist das eben nicht. Deswegen kann man die Materialien voneinander trennen. Das ist allerdings sehr mühsam. Und man muss das auch sehr präzise mit feinen, kleinen Diamantwerkzeugen und so einem Dremel dann ganz vorsichtig abschleifen, ohne in dieses Material der Gefäße reinzuschleifen. Ja. Dann passiert es auch manchmal, dass Asche dazwischen kommt und das wirkt wie Kleber.
So, und das sind die Stücken, wo eben dann doch mit diesen sogenannten Zahnarztwerkzeugen nachgearbeitet wird. Man muss das ja irgendwie wieder trennen. Ja, das sind 4 Wochen Arbeit. Ja, man also hat jedes Stück nochmal, man hat das jedes Mal nochmal so 20 Minuten in der Hand. Und das ist eigentlich auch eine gute Zeit, dann sich zu überlegen, was ist da eigentlich passiert und vielleicht mache ich das so weiter oder lieber anders. Also diese Zeit ist dann auch für die kommenden Stücke wichtig. Also man hat wirklich Zeit, die Stücke zu begreifen, im Wortsinne, ja. Da man ständig damit hantiert, stundenlang, tagelang. Und wie gesagt, das dauert 4 Wochen ungefähr, diese ganzen Batzen abzuschleifen und sowas. Weil wir werden immer gefragt, jetzt, wir machen nur einen Brand im Jahr, was machen Sie denn im Rest des Jahres? Also 4 Wochen Holz hacken. Einbauen des Ofens dauert auch 4 Wochen. Man kann das natürlich schneller machen, aber wir sind hier nicht in irgendeinem Schnelligkeitswettbewerb, sondern es geht eigentlich um Qualität. Und Qualität braucht Zeit in der Regel. Ja. Das ist bei solchen Sachen wie Wein muss reifen oder Käse ist das im Allgemeinen bekannt. Unter Keramik tut es in der Regel auch gut, wenn man das langsam macht und sich dabei ein bisschen was überlegt und sich selber auch die Zeit gibt, den richtigen Topf an der richtigen Stelle in der richtigen Art und Weise zu platzieren. Also man kann bei diesem Verfahren Stücke auch liegend brennen oder auf den Kopf stellen, sodass man diese Flammenströmung dann auf anderen Stellen des Gefäßes hat als auf dem Boden. Denn diese Strömungsbilder sind eben oft sehr, sehr schön. Ja. Den Ofen dann wieder in den Zustand zu versetzen, dass man den nächsten Brand machen kann. Also man muss sämtliche Brennplatten abschleifen, den Ofen ausschleifen, säubern. Da irgendwo ist mal ein Stein locker, das muss man dann ergänzen und so weiter, Risse zumachen. Das dauert auch 4 Wochen. So, dass so ein Jahr geht also relativ schnell vorbei. Man hat eigentlich wirklich das ganze Jahr zu tun mit diesem einen Brand. Ja. Also ich habe mal einen japanischen Töpfer gefragt, der sehr schöne Teeschalen zum Beispiel macht für die Teezeremonie Tsushimura-san, wie drehst du eine gute Teeschale? Und da sagte er dann, Kopf abschalten, nicht mit dem Kopf. Du darfst es nicht mit dem Kopf machen, du musst es mit dem Körper machen. Es hört sich erstmal sehr merkwürdig an, aber wenn man sich dann eine Weile damit beschäftigt, merkt man also schon, worum es dabei geht. Also es geht nicht darum, irgendwas zu konstruieren, was im Kopf dann fertig ist und was man dann eben nur handwerklich durchs Drehen umsetzt, sondern es geht darum, dass man eigentlich so alle Erfahrungen, die man gemacht hat, also es geht jetzt um die Keramik, alle gute Keramik, die man sich mal angesehen hat, dass man solche Erfahrungen in gewisser Weise körperlich speichert und dann auch körperlich abrufen kann. Ja. Also manchmal wissen ja die Hände mehr als, als der Kopf. Genau, also so kann man das eigentlich am besten ausdrücken. Ist ganz komisch und das kommt eigentlich nur durch ganz viel Machen. Da entsteht ja auch was Neues. Also vergleich's jetzt mal vielleicht Tanz. Ja? Also da überlegt, es gibt natürlich bestimmte Schritte und es gibt verschiedene Tänze, genau wie es natürlich auch beim Drehen bestimmte Griffe gibt, die man dann machen muss. Man hat natürlich auch eine Vorstellung im Kopf, will ich jetzt eine Kugelweise drehen oder einen langen Zylinder oder was Kleines oder irgendwas in der Art. Ja? Aber wenn ein Tanz zum Beispiel wirklich gut ist, dann hat das was mit, ja, wieder mit diesem Flow zu tun. Ja, dass es einfach fließt und dass das Gehirn dann nicht irgendwie, das wird es auch zeitlich gar nicht schaffen, ja, das alles abzuarbeiten und das zu steuern und so weiter. Ne?
Das muss ja auch was Neues. Das muss dann einfach fließen. Ja. Und das hat was zu tun mit, und das ist jetzt wichtig, das hat was zu tun mit Übung. Ja. Also da kommt man eigentlich nur hin, wenn man das immer und immer und immer wieder übt. Also das ganze Verfahren fällt eigentlich ein bisschen aus der Zeit. Ja. Ja. Also man denkt da nicht irgendwie, also Effizienzdenken ist da jetzt nicht angesagt. Höchstens was Qualität betrifft, aber also Quantität, darum geht es also überhaupt nicht. Ja, ja, schnell und billig ist es eben nicht so. Nee, gar nicht. Ne? Also es hat alles irgendwie was mit Langsamkeit zu tun, was man jetzt auch ein bisschen erklären muss, weil also Langsamkeit hat jetzt nicht mit Faulheit zu tun oder so, ja, sondern was mit Qualität. Ja. Also das geht schon los bei dieser Strömungsgeschwindigkeit der Flamme, die ist extrem wichtig. Und wir neigen dazu, teilweise auch unbewusst, dass man alles immer, das muss irgendwie alles schnell gehen und was schneller geht, ist besser. Und das ist Quatsch. Es ist nicht in erster Linie eine Frage von Technologie, die ist es natürlich auch. Ja. Es ist eben eine Haltung. Eine Haltung, wo was entstehen kann oder nicht. Man muss die Möglichkeiten schaffen, dass was entstehen kann und dann aber auch bereit sein zu akzeptieren, wenn es eben nicht passiert. Also man muss ein bisschen die Kontrolle aufgeben. Ja. Was jetzt, das ist typisch japanisch, also sehr widersprüchlich klingt. Man muss sehr präzise brennen. Andererseits muss man eben dem Feuer vertrauen, dass das dann schon irgendwie richtig das richtig macht, wenn man denn präzise brennt. Also das ist kein Widerspruch. Man hat das also sehr oft in Japan, diese scheinbaren Widersprüche. Und wenn man dann eine Weile darüber nachdenkt, oder das Leben ist eben manchmal ein bisschen kompliziert und widersprüchlich, und wenn man sich dann damit beschäftigt, dann lösen sich solche Widersprüche auf. Also es geht darum, dass diese Bilder, die man dann sieht bei solchen abstrakten Feuerbildern, dass die natürlich einerseits was mit der eigenen Person auch zu tun haben können. Da sieht jeder was anderes, wie er vielleicht gerade drauf ist oder so. Und dass es andererseits natürlich so archetypische Bilder gibt, die alle sehen. So Urbilder, die einen auch was angehen und die einen auch stark berühren. Ja. Das macht das spannend an der Kamera. Ja, das ist dann auch richtig ein Geschenk des Ofens. Also genau. Ganz pathetisch kann man das so sagen. Ja, da ist man baff, da sagt man nichts mehr. Gibt so Stücke, so vielleicht 2, 3 im Ofen. Und dafür machen wir es auch. Für diese außergewöhnlichen Stücke. Das kann man sich nicht ausdenken, das kann man nicht machen. Das entsteht oder eben auch nicht. Und das ist für uns auch die Faszination.